Aber ich meine, das muss ja schon ein aufregender Tag gewesen sein für die Menschen da in Erfurt, für die handverlesenen Bürger. Ich meine, zum ersten und höchstwahrscheinlich auch zum letzten Mal in ihrem Leben treffen sie die Kanzlerin. Da muss man sich tagelang überlegen, was fragt man die, was erzählt man der? Und dort war ich gestern in einem größeren Kaufhaus und da hörte ich einen Werbesong. Da ging es dann, ein Land, wo man dich versteht. Ja, danke für diese extrem spannende Anekdote, Graf Dracula. Noch uninteressanter ist vermutlich nur das Folgende. Was ich nicht möchte für Deutschland, dass Deutschland zum Kaufland wird. Denn dort bin ich gewesen. Ja! Ja, herzlichen Glückwunsch! Und was kann die Kanzlerin bitte dafür, dass du den ganzen Tag bei Kaufland abhängst und Schuppenshampoo kaufst? Mann, jetzt komm endlich zum Punkt, du Student! Es gibt durchaus eine Willkommenskultur in Deutschland, dass wir vielleicht dahin kommen, weniger unpersönliche, rein gewerbliche Werbegeschenke zu machen, wenn wir irgendwo hinkommen, und mehr persönliche Gastgeschenke. Das ist nämlich das Problem in Deutschland. Wir brauchen mehr und bessere Gastgeschenke. Schöner hätte das Christian Wulff auch nicht formulieren können, meine Damen und Herren. So.